Aha. Aha. Mhm. Jetzt ein Hammer? Also eine Spitzhacke? Oder? Okay. Aber irgendwo muss ja so eine Spitzhacke sein. Du musst jetzt da rechts runterspringen. Nein, da rechts einfach. Interessante Semi. Wow. Aber da müsste jetzt so eine Hacke sein. Bei einem von den dreien. Da musst du zurücksprinten und dann wahrscheinlich einen Stein rausklopfen. Kristall. Was ist das, wetten die dritte? Macht ja nichts, kannst ja dann durch die Gegner durchrennen. Ich bin so schlecht gehalten. Ich finde die Musik so genial. Ja, wo ist denn die Nummer 1 dann? Ich dachte, das bist du. Oder? Nicht das Ding. Gehe ich jetzt nochmal zurück oder hole ich einen Stern und versuche es nochmal von vorne? Ich komme eh nicht mehr zurück. Ja, ich glaube auch nicht. Das frustriert mich jetzt. Ist, wie cool das einfach ist. Ich meine, hier hat mir einfach so einen Zug hingestellt. Der fährt und du kannst hupen. Ich glaube, du kommst wirklich nicht mehr zurück. So gar nicht mehr zurück. Was ist das denn jetzt? Scheinbar. Doch. Und kriegst noch eine Belohnung. Du wirst entführt, darfst aber erstmal ein Minispiel machen und Bilder nochmal. Das macht der Tod nebenbei auf dem Smartphone. Ach so. So, jetzt müssen wir mal schauen. Captain Tone Smartphone Tracker. Was leuchtet in deiner Kiste? Richtig. Ist leicht? Oder ist das einfach von Unterseite so ein Block? Nee. Aber wie soll ich denn da rankommen? Das ist die große Frage. Oder kannst du da das Ding rausziehen und dann gegen die Kiste werfen? Das ist das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann. Ah, das ist schon echt sneaky, ey. Mhm. Also, das siehst du beim ersten Mal mit Sicherheit nicht. Ja. Du bist den ersten Teil, aber du hast den rechten abgeworfen. Ja, ja, ich weiß. Trotzdem. Alter, das Leben ist trotzdem da, ne? Was du jetzt verlierst. Dann drück dir nochmal starten, Level beenden, bevor du jetzt das Leben wirst. Oder das Leben wirst. Oder dein Leben wirst. Im Leben. Ja. Doch? Doch. Lol. Jetzt bin ich dann nochmal komplett durch. Aber ist jetzt irgendwie erschienen? Das sah für mich aus, als wärst du nur nah an den Block gegangen und jetzt die Nummer kommen. Nee, ich hab den mit dem Ding abgeworfen. Gut. Gut. Ganz vorsichtig, stell dir vor, es wäre Ocarina of Time und der Garten von Schloss Hyrule. Ich bin kein Pfarrer. Oh, stimmt, du kriegst auf jeden Fall, wenn du nicht von dem Vogel da platt gemacht wirst, ein Leben. Sehr schön. War da nicht sogar ein Pilz? Im Haus? Ja, hier gibt Pilz. Also, es ist so scheiße, denn ein Pilz, den Pilz gibt, und ich sag, war da nicht ein Pilz. Tja, ja. Andererseits, egal was für ein Pilz auftritt, meine Aussage ist nicht falsch. Schneller, Shy Guy. Beweg deinen fetten Arsch. Also bitte. Ich wollte das ein bisschen Stil machen. Ach, shit. Ja. Das sieht doch gut aus. Moment mal, das ist ja gar nicht so kompliziert. Das ist so simpel. Das war dermaßen simpel. Ja. Aber das hat ein wenig gedauert, bis ich da drauf kam. Bring mal einen von denen um. Das ist jetzt nicht wahr. Das ist ja so unfair. Du hast eine halbe... Da hat das mehr als eine Sekunde zwischen denen gestanden. Tja. Ich hätte es jetzt gut gefunden, wenn du mit der Spitzhacke den Stern am Ende zerschlagen hättest. Auf, es gab. Kannst das Level nicht mehr beenden. Ey, du kannst noch ein paar Leben holen. Ey, teste doch mal mit deiner Hand da auf die Seite zu tippen. Boah. Nee. Hat fast geklappt. Das nicht ist so besonders cool. Genau. Das klingt wie so ein
True. Ah, das ist gar nicht so viel einzusammeln, ne? Weil bringt 10 Münzen. Hinlauf. Das Leben gibt nochmal extra Münzen. Ja, sicher. Na, Rekord! Den breche ich noch. Sicher. Ganz sicher. Wingos Wachturm. Na, den Boss soll ich jetzt wieder machen. Das ist ja. Ja, neue Welt. Das ist keine neue Welt. Du hast gerade mal. Natürlich, ein, zwei neues Kapitel. Da war eine Kapitelseite. Wusstest du eigentlich, dass Tibet und Tod beide geschlechtslos sind? Warum auch immer das von Nintendo klargestellt werden musste. Ja. Politisch Korrektheit halt. Ich mag den Boss nicht. Ja. Siehst du, da, so muss ein Endgegner aussehen. Wie Toadette? Nee. Nicht wie bei Kirby. Achso. Der muss ja auch nicht aus Knete gemacht werden, der Kleine. Kann ich jetzt abwerfen? Nee, muss doch nur zum Ende kommen, oder? Ich würde noch so gerne abwerfen. Zieh ich jetzt hier? Weil ich wette, weil das ist der Hauptweg. Ist das hier auch irgendwas bringt? Was? Das soll einfach runtergelegt werden. Ich hab kurz Zeit, ich verliere. Oh! Jetzt muss ich ein Goldpilz, hatte. Ein Goldpilz? Ich hab keinen ersten Kristall gesehen. Das Kristall ist auch schon Goldpilz. Ich finde das putzig, wie diese Türmchen-Spiralen sich da drehen. Ja, die ist ja schon eine coole Spiele. Hm? Kann ich jetzt nicht. Ich wollte gerade sagen, einfach hier hin. Ja, geht ja auch. So, hier oben wird jetzt nichts Besonderes sein. Lage ich zu behaupten. Oder nur Ruby. Cool. Cool Ruby. Cool Ruby. Ich rede am besten nicht. Besser so. Einfach genießen. Diesen Kampf. Um Leben und Tod. Leben und Tod. Ich hab so viel Humor, dass ich runterfällt. Gut. Alles klar, Mann. Wie komm ich denn da hin? Warten, bis er weh ist. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich entschuldige mich in aller Form. Ich habe gerade echt wehgetan. Ja, wie lustig. Das ist sehr krass. Jetzt habe ich damit gerechnet, dass es nicht geht. Und da muss ich jetzt warten, bis ich von vorne gehe. Und dann über die Rückseite wieder vorklettern. Oder da rein. Nee, das wird der richtige Weg sein. So. Na komm. Na? Ringo. Dankeschön. Was ist denn das eigentlich für ein seltsamer Name? Ringo. Der sollte Ringo heißen. Ha, Lüge. Ringo ist auch so ein Typ, der Asi-Biker macht, oder? Mhm. Das spüre ich mal einmal so. So, das wäre der richtige Weg. Hier gab es auch so ein paar Münzen. Ja. Das ist doch ein Geländer, kannst du gehen? Ja, aber es wundert mich, dass Ringo. Also, hi! Na? Oh! Ist das ein Star? Nee, das ist ein Arsch. Ein reicher Arsch. Wie geil wäre das, wenn Tod sich jetzt denkt, ich bin Toadette, ich bin doch reich. Ja. Werde ich. Bleib standhaft. Verkacken. Alter, der wird echt gefährlich. So sollten Mario-Spieler aussehen, Mann. Und?
toll. Ohne Italiener? Ohne Italiener, ja, das auch. Warum ist das eigentlich so, dass bei Nintendo schon... Habe ich jetzt schon wieder das Spiel gecrashed? Oh nee. Warum ist das eigentlich bei Nintendo so, dass... Ah nee, es gibt ja auch drei Power-Ups, okay. Weil dieses dreimal getroffen werden, zählt ja doch nicht nur für den Gegner, sondern auch für die Hauptperson, wenn sie zumindest nicht vertaut oder kein... Super Mario Bros. U oder so. Ja, stimmt ja. Das ist getroffen. Boah! Was, warum zweimal auf die gleiche Stelle? Egal. Nicht egal. Hat er dich jetzt oder so verarscht? Oh, gehst du hin? Voll im Ultra-Dashing dran. Super. Oh Gott. Muss er nicht ersticken? Ja, hat er schon runtergeschlagen. Das müsste um Hals hängen. In der Speiseröhre. So, wen von beiden fängst du? Das war bestimmt eine sehr bequeme Landung. Ich war gerade voll, ich dachte, es wäre zu dead, weil ich so rot bin, aber ist ja der. Wann wurde ich nochmal getroffen? Achso, ich erinnere mich. Yeah, wir haben Sterne, von denen wir von vielen gesammelt haben. Ja, schön. Die sieht auch ein bisschen behindert aus. Der Stern, ja, das ist schrecklich. Kannst du reden? Oh. Sieht aus wie Bruder und kleiner, Schwester und kleiner Bruder. Mhm. Aber sie sind ja geschlechtslos, also Geschwister und kleiner Geschwister. Oder so. Ja, Spiel ist durch, wir haben es geschafft. Kann jetzt in die Gegend feuern? Ja, war schön. Aha, ist das die Nummer 2, die hier rumfliegt, oder? Ich weiß nicht. Moment, war das jetzt echt das komplette Spiel? Tja, das ist die Frage. Nein. Okay. Aber man kann ja so ein Zwischenfazit ziehen, wenn jetzt eh schon Toad and Toadette vom Sternenhimmel entlang fahren. Also ich find's super. Es ist einfach, vor allem es macht Spaß, es bringt auch diesen Wiederspielwert, weil du halt diese Mission noch hast, die du halt beim ersten Angehen vom Level nicht hast. Es ist nicht zu schwer, es ist nicht zu leicht. Es ist kurzweilig, es ist abwechslungsreich, es ist knuffig, es sieht gut aus, es ist kurz gesagt all das, was Kirby nicht ist. Was Kirby mal war. Richtig. Bis er zu knete. Also es ist mit Sicherheit eines der besseren Nintendo-Spiele, die wir in den letzten 3 Jahren gespielt haben. Das gute Nintendo-Spiel, das wir in den letzten 3 Jahren gespielt haben. Nein, oder so. Wo fahren die eigentlich gerade so lang? Ich weiß auch nicht. Warum liegen da Schienen? Ja. Warum unterhalten sie sich nicht? Toad ist irgendwie so ein bisschen, puh. Hab dich gerettet, jetzt schweige und fahr mit mir. Durch die Gegend. Ich hab nicht das Gefühl, dass sie irgendwie an Höhe verlieren. Das spielen ganz schön gefunden. Bremse? Oh. Oh. Achtung, Leute, da. Oh. Das muss schmerzhaft sein. Mhm. So richtig Steißbeinprellung. Oh. Da Hampelst du sowas? Ne? Hampelst du ein Steißbein? Keine Ahnung, ich glaube nicht, ne. Ich frag mal den Iwata, der weiß das sicher. Warum war das Ende gerade so schief? Kratz, kratz. Ich habe echt alle eingesammelt. Mhm. Spielfortschritt gespeichert. Fertig. Ja, war ein schönes Spiel. Episode 2. Wie viele Episoden gibt's? 2? Nee, das wäre doch. Das macht doch fast keinen Sinn. Das ist das Platz für eine dritte, ne? Sieht fast nach 4 aus. Ja, auf jeden Fall, würde ich sagen. Wir haben jetzt aufgenommen. Stunde, anderthalb, glaube ich. Wir haben gut durchgekommen. Hat Spaß gemacht. Wir haben jetzt 20:40. Ja. Gut. Dann machen wir nächstes Mal mit Episode 2 weiter. Genau. Und darauf freuen wir uns richtig. Das ist das Schöne. Ja, immer wieder ein Spiel, das Spaß macht. Großartig. Gut, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt weg und lasse dich hier alleine. Ja, ich gehe ins Bettchen. Und ich habe morgen frei. Ha! Ich nicht. Ha! Ich bin wieder. Gute Nacht. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Adieu. Ciao. Ciao.